Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Heute mache ich ein ganz besonderes Video. Und zwar, wenn ihr es vielleicht wisst, ich habe eine Serie Road to FM, in der ich meinen Weg zum hoffentlich irgendwann mal FM-Titel zeigen möchte. FM, Fidemeister, bedeutet, man braucht eine Elo von 2300. Und da bin ich mittlerweile doch, ich war immer näher dran, ich bin mittlerweile weiter entfernt. Und 100 Punkte auf so einem Niveau ist echt eine Menge. Man muss eine Menge Schach spielen und nicht nur spielen, man muss sich vorbereiten, nachbereiten, trainieren. Und darauf sage ich ganz offen und ehrlich, habe ich gerade nicht so viel Lust. Ich mache gerne viele andere Sachen, ich mache Videos, Streams, sonst was. Spiele gerne Schach, aber stecke nicht mehr so viel Zeit und auch nicht mehr so viel Geld rein, weil ich auch noch trainieren müsste, wahrscheinlich mit einem Trainer. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, den CM-Titel zu beantragen. CM Candidate Masters bedeutet Elo 2200. Und ich schaue hier mal in mein FIDE-Profil rein. Jeder Spieler, der in der FIDE ist, hat so ein FIDE-Profil. Und wenn ihr das seht, David Riemay, seht ihr meine Wertung? 2210. Das reicht für den CM-Titel. Und deswegen habe ich mich entschieden, das zu beantragen. Und ihr seid live dabei. Ich werde das jetzt hier live in dem Video beantragen. Und wisst ihr, was ein großer Vorteil ist? Ich kann dann Title Tuesday mitspielen. Jeder Titelträger kann diese Title Tuesdays mitspielen und dann sich mit den Besten der Welt messen. Ich bin auf der Seite der FIDE. Oder beziehungsweise gar nicht auf der Seite der FIDE. Ich bin auf der Seite des Schachbundes. So, des Deutschen Schachbundes. Und da steht, was getan werden muss. Und natürlich kostet das alles was. Gott sei Dank. Gott sei Dank werde ich nicht Großmeister, sondern das würde gleich mal 400 Euro kosten. Gott sei Dank werde ich nicht EM, das würde 200 Euro kosten. Gott sei Dank werde ich nicht FM, das würde 87,50 kosten. Nein, Gott sei Dank werde ich CM, das kostet nur schlappe 62,50 Euro. Titeldumping. Nein, Spaß beiseite. Ich freue mich, dass ich jetzt diesen Titel beantrage. Was muss man tun? Eigentlich nicht viel. Man muss die Bedingungen erfüllen, 2200 Elo haben. Man darf, hier unten steht das auch, die DWZ darf nicht deutlich drunter liegen, das tut sie bei mir nicht. Die liegt im ähnlichen Bereich, die darf nicht mehr als 100 Punkte drunter liegen, weil das sonst eher ein Zeichen dafür ist, dass man vielleicht irgendwie mal entweder ein Turnier geschummelt hat oder irgendwie einen fetten Ausreißer hatte und das irgendwie nicht ganz übereinstimmt. Das erfülle ich alles. Was muss man tun? Ganz simpel, ich schreibe eine E-Mail an elo@schachbund.de, schreibe, wann die Titelvoraussetzungen erfüllt sind. Und erkläre noch, dass ich natürlich das Geld bezahle. Das ist natürlich ganz wichtig, Leute, dass das auf jeden Fall erklärt wird. Nicht, dass am Ende es an 62,50 Euro scheitert. Ich habe hier schon ein Fenster offen. An elo.schachbund.de mit dem Betreff CM-Titel. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich den CM-Titel. Zeitpunkt, zu dem die Titelvoraussetzungen erfüllt sind, Doppelpunkt jetzt. Mit einem Link auf mein FIDE-Profil, damit auch jeder sieht, okay, tatsächlich hat der Mann über 2200 und ist damit des CMs würdig. Ich erkläre natürlich außerdem, dass die anfallende Titelgebühr von mir getragen wird. Beste Grüße, David Riemay. Und ja, ich würde sagen, das war's. Ich klicke auf Senden, bevor ich das tue, Leute. Würde mich riesig freuen. Lasst einen Kommentar da. Was haltet ihr davon? CM-Titel? Überhaupt einen Titel? Schreibt bitte was in die Kommentare rein. Nichts Schlimmeres, als kein Feedback zu bekommen. Ich klicke auf Senden. Ihr drückt, schickt einen Kommentar ab. Macht's gut. Euer Schachpanda. Ciao.